Fuck. Schnell. Oh mein Gott. Ja, doch nicht da rein. Müssen wir jetzt irgendwas finden, um uns zu verstecken, oder was? Können wir da rein? Move, Max! Don't waste your power on getting busted! Ah, fuck. Ja, okay. Shit. Aber ich kann die Zeit auch zurückspulen und was anderes machen? Dude, hide! Like when we were kids. Ja, im Wäschekorb hätte ich mich jetzt versteckt. Or just look for a hiding spot. Oh, both. Ja, hier drin, komm. Hello? Macht sie nicht, okay. Oh, da kommt er. Oh, scheiße. Ich kann nicht in so ein... Ich kann mich nicht mehr drehen. Ich kann mich aber hier doch nirgendwo verstecken. Ich gehe einfach jetzt immer in die andere Richtung. Wo ist denn Chloe? Versuch's jetzt einfach mal so. I heard something over here. Ja, das machen wir jetzt mal so. Who's here? I got a flashlight and a stick. Oh! Okay. Ich hatte jetzt irgendwie Bock, das mal so zu versuchen. Okay. Ist da noch jemand? Klo. Chloe ist im Klo? Nein. Was machen wir denn jetzt? Okay. Ja, geil. Ich will meine Power nicht verschwenden. Ich will lieber Leute retten. We are so invisible. Lauf. Vielleicht gibt's da extra Punkte. You didn't use the rewind. Das fände ich auch ganz Wait, cool. Turn around. They're coming. We have to find another way out. Ja, Verstecken spielen. Oh, this is bullshit. You can't go back to your dorm now. You're a Blackwell fugitive. Crash at my place tonight. You want me to crash where the Blackwell security officer lives so I'll be safe? Okay. Into the car. Get in. Ja, aber der kennt doch die Karre von ihr. Later, fuckers! Max, you rock! We are so fucking awesome! Yes, we so are. Ach ja. Es ist schon cool, so ein bisschen Unfug zu machen. Das war jetzt alles noch ganz mild. Obwohl, wenn sie uns erwischt hätten... Beim nächsten Mal lasse ich uns erwischen. Also, wenn ich das nochmal durchspiele. Ich weiß nicht, ob ich das dann nochmal Let's Play und nochmal aufnehme. Vielleicht. Vielleicht. Wenn alles durch ist und so, dann spielen wir es nochmal. Spielen wir es nochmal mit anderen Entscheidungen. Mega cool einfach. Cool, die Chloe hat ja pink, lilane Haare am Ansatz. Hey, warum hat die jetzt ein anderes T-Shirt an? Die hatte das mit dem Reh an. Oder hat sie das von Chloe sich geliehen? Ja, take selfie. Wer macht das nicht gerne morgens? Photobomb! Photohog. It feels like a different world from yesterday. We left a skid mark on Blackwell last night. Like it needs another one. I'd like to do something good for my school in Arcadia Bay. I can't even submit my photo to represent. I just don't want to be rejected. Every great artist gets rejected before they get accepted.
So you have to enter a photo. Even though I'm pimping the school and town you want to torch? Come on, I don't want to see Arcadia Bay burn to the shore. I just say shit like that because I've been trying to get out of here since... since you left, basically. If I could find Rachel, then pay Frank off, I'm still leaving to start a whole new life. I wish we could just hang out all morning like we used to. Maybe we should get up. I have to get back to Blackwell soon. Oh, does the schoolgirl have a test today? I'm starting to feel like going to Blackwell every day is a test. I just need to get on my regular school schedule again. Sehr cooles Bild. Oh nein, ich will gar nicht da aufstehen. Ich will da nicht aufstehen. Keep waving at the taxis, they keep turning their lights off. I'm so wiped out from last night. But it was awesome. I have to ponder what kind of criminal I've become. Last night was only the tip of the iceberg. I have to admit, it was pretty cool to take over the Blackwell gym. Today the gym, tomorrow the world. We need to step it up. We still have to be careful how I use my power. I don't want to get stuck in time. Sidewalk and the pigeons in my window reflection. The mask I polish in the evening by the morning looks like. Und komm halt auch mal wieder neue Bilder und neue Sätze und so, das will man doch alles hören und nicht passen. No, you have a heavy heart. I can feel it when we kiss. So many men stronger than me have thrown their backs out trying to live, yeah. But me, I'm not a gamble. You can count on me to split the love I sell you in the evening by the morning won't exist. Ich steh jetzt auf, wenn das Lied vorbei ist. Das ändert jetzt. Okay, I need to get dressed now. Warum? Ich kann den ganzen Tag am Bett liegen bleiben. Glad to see you didn't blow up Blackwell last night. Almost glad. By the way, the drive-in is actually popular, so I'm buying the tickets now. Ah, oh, da will er mit uns in dieses Kino gehen. I'll let you take care of the popcorn. In other words, you can't back out now. Wollen wir ja auch gar nicht. Das ist auch mega cool. Wollen wir jetzt wieder die Sachen durchwühlen? Warte, jetzt. Klamotten. Da. Klotz. Still reeks like a chlorine factory. Jetzt, ja gut, duschen danach war nicht mehr drin. Find a suitable outfit in my fashion hole. Oh, was? Max zieht andere Klamotten an? Okay. Vielleicht gibt's noch was Cooleres als unser. Time for some Chloe cosplay. Ich weiß. Hey, there you go. Rachel left a bunch of her clothes with me. She's your size, but not quite my style. Max, you don't have a style yet. At least give it a try. You can always rewind back to your chlorine brand t-shirt and generic jeans. You suck. I like my shirt and jeans. But it would be cool to try on Rachel's clothes just to see if they fit. Stop second-guessing yourself, Max. Put this on and let your inner punk rock girl come out. You can afford to take chances whenever and whatever you want to try. For example, I dare you to kiss me. What? I double dare you. Kiss me now. A what? Was machen wir denn jetzt? Wir machen jetzt Don't Kiss und dann rewinden wir, oder? Wir machen erst Don't Kiss und dann rewind. Sorry, not that easy. Oh, like I am? Just admit that you already macked on me, then used your rewind.
Now I can text Warren that you're saving yourself all for him. I am so going to best unfriend you for that. I love that Chloe is so fearless. Was machen wir denn da jetzt? Ich glaube, wir haben echt einen Einfluss darauf, ob sie mit Chloe was hat oder ob sie zu Warren geht. Also ich würde grundsätzlich, wie ich sie einschätze, würde ich sagen, sie ist ja nicht das Punk-Girl, die irgendwie aufs, jetzt sag ich mal so, schnell für sowas bereit ist und sowas ausprobiert. Aber ich weiß, sie ist schon eher so die schüchterne Maus. Komm, wir versuchen jetzt einfach, wir gucken mal, was passiert. Wenn es ganz komisch ist, dann können wir wieder, außerdem einen Kuss, können sie ja mal ausprobieren. Das ist ja nicht schlimm. So. So. Closet. Machen wir nochmal die Story hier. Okay. Whoops. Damn, you're hardcore, Max. Now I can text Warren and tell him he doesn't stand a chance. Unless he's into girl-on-girl action. You're such a dork. That was priceless when I kissed Chloe. She didn't think I would. Das ist im Endeffekt vielleicht nur ein, sozusagen, dass wir so ein bisschen. Also haben wir sie jetzt beeindruckt damit vielleicht? Ich lasse das jetzt mal so. Es war jetzt nicht so, dass ich dachte, oh, das ist jetzt die mega Romance, die da jetzt anfängt und wir haben irgendwie voll was. Jetzt haben wir es auch auf jeden Fall gespeichert. So. Das zerrissene Karohemd. Hätten wir es vorher noch Hallöchen. Looking sick, Max. A couple tats, some piercings, and we'll make a thrasher out of you yet. Ready for the mosh pit, Shaka-bra. Maybe not. Go on down and say hi to Joyce. Free breakfast. I have to wake and bake first. I promise not to tell. Let's not rewind and find out, okay? Okay, jetzt lass mal kurz, hoppla, lass mal kurz abchecken noch mit dem Foto. Ah, ein Selfie müssen wir noch machen. Genau, wir machen jetzt ein Selfie irgendwo in einem Spiegel. Ah, und das. Nee. Wir müssen irgendwo ein Selfie an einem Spiegel machen. Wir müssen natürlich überhaupt gar nichts machen, ne? So sieht's nämlich mal aus. I don't think I'll be moshing today. Schauen wir mal, was wir noch hier finden können. Hier haben wir schon überall eigentlich rumgeninjert. Cellphone. Ist das unseres? Nee. I thought Chloe might put up a pic of me instead. Oh. Can't compete with Rachel. Holy shitballs. Frank is scary. I should have let Chloe take that money. Hat sich, ja, ja, dann muss sie, ach, scheiße. I should have sparked up that joy in front of David, so he wouldn't have hit Chloe. Als bereut sie das alles, oder was? Sie hätte lieber gehabt, toll, habe ich alles falsch gemacht. Dachte ich, war es richtig. Chloe is so damn cute. She's really trying to suss out what my vision means. Das ist wirklich süß. Laptop, Use. Oh, at least we haven't been identified. Yet. Police and fire departments responded to a break-in and vandalism on the Blackwell Academy campus around 1:30 a.m. Police have not stated if they have any suspects yet. Incident, police arrested a nude man with a sword. Ach, das ist was anderes. At Up All Night Donuts of Peckinpah Road at approximately blah blah. The unidentified man was charged with being under the influence of an energy drinks amid amphetamines. He is being helped with a bell pending further investigations. Sehr geil. Thank God she's okay. I wonder when I can visit her. Was? Wer? Blackwell student in stable condition. Ah, following a public suicide threat at Blackwell Academy, Kate Marsh is reportedly in a stable condition under supervision at the Cardia Bay Med Center. No more information is available at this time. Okay, immerhin. Immerhin. Play.
Sparkle Horse.